Wir haben hier im Lager ca. 50.000 bis 60.000 Leib Sprienz. Sie kommen mit 4 Monaten hier ins Lager. Bis zu 3 Jahren sind die bei uns. Genau hier, wo wir jetzt stehen, kommen die Käse nachher hin, werden hier erfasst, werden hier über die Waage genommen und nachher in den Keller verteilt, dort, wo wir Platz haben. Etwas vom Wichtigsten in unserem Käselager ist, dass das Klima, die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur sehr konstant ist. Wir haben einen Verlust von dem Gewicht im Jahr von 80 Tonnen. Das Gewicht, das hier verloren geht, das möglichst gering zu behalten, ist das Ziel von uns. Ja. Die Käse werden gar nicht behandelt, werden nur mit einem Lumpen abgerieben. Wenn sie stehen, oder, haben sie vielleicht ein Fleckchen oder laufen ein bisschen an, schwitzen ein bisschen und das Fett wird einfach verrieben oder abgerieben oder, beim Käse. Wenn man so ein Naturprodukt in die Finger bekommt, das man nachher über 2-3 Jahre begleiten kann, wie das Reifen von jung, von praktisch noch kein Geschmack bis nachher zur Vollreife mit dem köstlichen Geschmack von einem Sprienz, das ist sicher das Interessanteste für unseren Beruf. Ich kaufe die Käse ja frisch ein in der Käserei. Es ist jedes Mal wieder ein sehr schöner Bezug zu dieser Käsersfamilie, wo man die Käse einkauft. Und die geben die Käse nachher im Prinzip zur Betreuung zu unserem Käselager. Und für mich ist das eine sehr spezielle Begleitschaft, die man so ein Naturprodukt darf haben. Wir kennen das Produkt, wir kennen sogar die Milchlieferanten zum Teil. Es fehlt eigentlich nur noch, dass man den Konsument direkt kennen und ihm noch die Vorzüge von einem so guten Sprienz-Alp direkt erzählen könnte.